also ihre Aufzucht gebraucht hat, also da oben das Grüngestreifte, das ist eigentlich der Körperansatz in der Aufzucht. Das Gelb gestreifte ist der Erhaltungsbedarf, also der Unterhalt der Kuh während der Aufzucht. Das Grüne da, das ist der Zuwachs während der Laktation. Das heisst, die Kühe wachsen ja bis etwa 5-jährig normalerweise. Und nachher das Gelbe da ist der Erhaltung von der Kuh, von der anfangs erste Laktation bis Ende dritte. Dass man sie vergleichen könnte, haben wir allen Kühen angenommen, dass sie einfach bis zu Ende dritte Laktation und dann würden sie Schlachthof gehen. Also einfach, das haben wir müssen machen, ich kann vergleichen. Der Blau sieht man da, das ist der Energieaufwand, der in Milchbildung geht. Und die Normen sind alle nach NRC gerechnet. Wir können jetzt die vom grünen Buch nehmen oder wir können die amerikanischen Grundlagen nehmen. Die sind sehr breit abgestützt. Wir haben uns für die entschieden. Einfach, dass man da ein Verhältnis sieht. Inklusive Aufzucht bis Ende dritte Laktation. Gesamten Energiebedarf von dieser Kuh könnt ihr mal vergleichen. Das ist nicht bei allen gleich anteilsmässig. Gehen wir zum nächsten Poster. Die zweite Grafik hier, die zeigt die Fütterung von jeder Kuh. Also das heisst, wenn wir jetzt eine Jahresration in der Laktation von diesen Kühen anschauen, wie hoch ist der Anteil an Weidegras, wie hoch ist der Anteil an konservierten Futter und wie hoch ist der Anteil an Kraftfutter bei diesen Kühen, die wir hier aufgefahren haben. Wichtig ist noch zu wissen, dass das nicht ganz genau die Realität abbildet. Auch hier haben wir einen Einschnitt gemacht zum Vergleichen. Weil wir Kühe vom Berg und Tal haben, haben wir Sommer- und Winterzeit standardisiert. Das heisst 165 Winterfütungstage, 200 Sommerfütungstage. Da hat es Kühe dabei, die deutlich mehr als 200 Sommerfütungstage haben und andere weniger. Dass wir das ein bisschen vergleichen kann, haben wir dann probiert, so Rechnung zu tragen. Darunter zu ist immer aufgrund von den Zahlen, die man hat, vom Grufkurs, also Durchschnittszahlen, haben wir da eingesetzt bei diesen Futter. Und nachher gerechnet, was werden die Fütterungskosten mit dieser Fütterung und mit dieser Leistung, die die Kuh gemacht hat, für einen Liter Milch. Das ist die Zahl hier innen. Nachher die nächste Grafik, das ist die unten links, die blaue, grande Grafik. Die zeigt den Erlös im Leben von dieser Kuh. Also wenn man es wieder annimmt, dass die Kuh nach der dritten Laktation in den Schlachthof gehen würde. Wir wollten sicher in dieser Rechnung tragen, es fällt immer die Thematik, Zweinutzungsrassen haben wertvollere Kalber und haben einen höheren Schlachtpreis, Ende von ihrem Leben. Dass wir dem können Rechnung tragen konnten, haben wir geschaut, was verkaufen wir bei diesen jeweiligen Kühen für Milch. Wir haben den Milchpreis eingesetzt, den durchschnittlich von den letzten drei Jahren. Wir haben Kalber unterschiedliche Preise angenommen, wie man auch die verkaufen kann. Simmentaler Kalben kann man deutlich teuer verkaufen. Also ich nehme jetzt das andere Extrem als Jersey Kalben, ist klar. Wir haben probiert, Preise einzusetzen, realistisch auch die Durchschnittszahlen von den letzten drei Jahren. Und das gleiche für die Schlachtkühe, Ende Laktation, dass man dem ein bisschen Rechnung tragen kann. Jetzt ist es so, da unten seht ihr den Erlös total wieder auf die Lebenszeit ausgerechnet. Weil wenn ich eine 3-Jahres-Aufzuchtzeit habe oder 2-Jahres, macht das ein anderes Leben, oder? Das müssen wir Rechnung tragen. Für das haben wir hier unten den Erlös total pro Lebenstag. Was jetzt hier noch verzerrt ist, es ist klar, dass eine grosse Kuh mehr Erlös hat im Durchschnitt als eine kleine pro Lebenstag. Wir könnten das nachher noch das Lebengewicht abbrechen, es wäre noch Stufen neuer. Aber einfach so weit, dass wir diese Grafik hier verstehen. Nachher die letzte Grafik, ich denke, das ist wahrscheinlich Schluss, Fusion, wenn man so will. Hier haben wir genau die Erlöse, die wir hier gerechnet haben. Einander aufbiegen hier, seht ihr das? Leistungen von der Milch, Leistungen von der Kalber und Schlachterlös von der Kuh, wenn sie Ende dritte Laktation jetzt würde in die Metz gehen. Auf der anderen Seite tun wir das vergleichen mit den Fütterungskosten, die sie gehabt im ganzen Leben, inklusive Aufzucht, bis dann, wenn sie in den Schlachthof geht. Und wenn wir das miteinander verrechnen, dann sehen wir da, ist in dem Fall, das ist 245%, also 2,45 Mal, also knapp 2,5 Mal mehr betriebswirtschaftliche Leistungen oder Erlöse als Fütterungskosten waren. Wir sind uns bewusst, Fütterungskosten sind nicht die einzigen Kosten, es gäbe noch andere, aber das würde den Rahmen sprengen, um das alles reinzubauen.
Jetzt stehe ich vor, gehen wir zum ersten Poster und schauen mal eins an. Dann können wir den 2-3 noch rausnehmen. Was ich noch nie erklärt habe, ist das hier oben. Also hier oben sind immer die Leistungen angegeben, was die Kuh gemacht hat in den ersten 3 Laktationen. Hier hinten kann man lesen, erste, zweite, dritte Laktation gibt total sehr viel. Weil nicht alle Kühe die gleichen Gehalten haben, ist es gut, wenn man das auf energiekorrigierte Milch umrechnet, also standardisierte Milch. Und das wäre, wenn man die Gehalten hier einsetzt und 4,8 Laktose, die Laktose ist ziemlich stabil bei den Kühen, zwischen 4,7 und 4,8. Dann kommen wir hier einen Wert über von standardisierter Milch. Das ist nichts anderes als gehaltskorrigierte Milch. Das ist eigentlich das, was man will. Und nachher, zum Vergleich, ist das ein guter Wert. Und wenn man das mit dem Lebendgewicht der Kuh verrechnet, weil eine grosse Kuh hat mehr Unterhaltsbedarf als eine kleine Kuh, also muss man dem Rechnung tragen, dann muss eine grosse Kuh auch mehr leisten. Also kleine Kuh, wenn sie gleich gut sind, das heisst nicht, dass nur kleine oder nur grosse können gut sein. Einfach das Verhältnis muss man machen. He? Leistung zum Gewicht. Und wenn man das genau möchte, jetzt eben die standardisierte Milch nennt, und das mit dem Lebendgewicht, das ist das metabolische Körpergewicht, das ist der ganz korrekte Wert. Das sagt in den meisten vielleicht nicht so viel aus, aber es ist besser als ein Kilo Lebendgewicht. Das ist genau bezogs. Größe für den Energiebedarf und das pro 100 Lebenstage anschaut. Ich kann es jetzt nicht pro Lebenstag, sonst hätte es 0, irgendetwas gegeben, da gibt es extrem kleine Zahlen, pro 100 Lebenstage anschaut. Das ist nachher sehr stark ein Effizienzausdruck von diesen Kühen. Aber nur auf die Milch bezogen, mit kein Fleisch dabei. Und dem haben wir an einem anderen Ort die Rechnung getragen. Jetzt schlage ich vor, dass wir hier ein paar Kühe miteinander anschauen. Da sehen wir Hinterwäldler, typische Zweinutzungsrasse, eigentlich ein kleines Rind. Wenn wir anschauen, jetzt müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren auf diesen Teil hier. Der Anteil Milcherlös bei dieser Kuh ist 68% und der Anteil Fleischerlös ist relativ hoch, oder? Wir sehen dann noch eine ganz andere Kühe, wo das ein ganz anderes Verhältnis steht. Aber wenn wir sie anschauen, schlussendlich hier unten, das Verhältnis sieht sie ziemlich gut aus eigentlich. 220%. Bei ihr ist noch ein bisschen das Problem. Sie hat relativ eine ausführliche Fütterung. Das heisst, sie hat ein bisschen teure Fütterungskosten. Das tut sie hier unten ein bisschen strafen, sonst sieht sie hier noch besser aus. Wenn jetzt die fast nur auf der Weide wäre, und drinnen weniger Kraftfutter und Futterräume und so hat, würde sie noch etwas besser aussehen. Hä? Die Frage wäre, ob sie die Milch noch trägt. Ja, das ist klar. Das ist klar. Wenn sie ein bisschen oben runterkommen, aber es könnte sie trotzdem ein bisschen besser Licht bringen, behaupte ich jetzt mal. Es ist nichts anderes als eine Hypothese. Hä? Vielleicht ist es auch besser, nicht so. Richtig. Übrigens, wenn ihr Fragen habt dazu, einfach gerade stellen. Das ist auch der einfachste Umgang, wenn wir das so machen. Sonst gehen wir weiter schauen. Gehen wir da hinten.